Hallihallo Freunde der NRW über 18, wieder hier. Wir sind jetzt im nächsten Teil endlich angekommen. Ja, der Tag ist so gut wie vorbei, wir haben 8:30. Wir gehen jetzt mal raus zu ihm und lassen uns mal erklären, was passiert ist. Ich habe die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Geh rüber und will ein bisschen näher gucken. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Pub geschossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Schwappst du schnell für den Arm halten, Fitzy. Wird den tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Okay, sag ich. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto. Ich wollte meinen Augen nicht glauben. Er war wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Ja, und jetzt hört er auch sofort auf zu reden. Sehr komisch. Und die Musik finde ich ein wenig laut. Ja, das wissen wir schon alles. Hey, McQuire. Was? Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so eine blöde Maske getragen. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich habe nichts gesehen. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Vielleicht ist das Päckchen ja irgendwo verschwunden. Nein, nein, nein. Bis später dann. Okay, Mister. So, in dem Video haben wir gesehen, wie er was verloren hat, nämlich der Kristall oder den Kristall. Und der ist nämlich hier runtergefallen. Und zudem hat das Auto hier diese Kappe aufgerissen. Ich ziehe an der Falltür, aber sie ist von innen verschlossen. Ja, und die Musik finde ich ein wenig laut. Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. ja, okay. Jetzt unterhalten wir uns hier nochmal ein wenig. Entschuldigung. Ja, Sir? Kann ich bitte noch ein Bier haben? Natürlich, Sir. Dasselbe nochmal? Ja, bitte. Wie wird das Zeug gemacht? Das ist das Geheimnis der Braumeister, Sir. Jedes Fass wird voller Liebe in traditioneller Weise behandelt. Aufgehängt an sorgsam geknüpften Seilen aus feinstem Hanf. In den Keller hinabgelassen unter Mithilfe der Originalschwerkraft. Wie Mana vom Himmel. Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Ich könnte sie für Sie reparieren. Glaube ich nicht. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Naja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine noch. Heute ist einfach nicht mein Tag, Ja, wir haben aber jetzt etwas Nützliches, was wir ihm zeigen können, nämlich diese Visitenkarte. Ganz zufälligerweise bin ich Elektriker. Hier meine Karte. Na, ist das nicht fantastisch? Hier ist ein Haus, das von unerklärlichen defekten Leitungen gequält wird. Und da sind Sie, ein Elektriker, mit einer kleinen Plastikkarte als Empfehlung. Ich will erst mal sehen, was Sie können, bevor ich Sie an meine Bierpumpen lasse. Sie können ja mal mit der Spülmaschine da anfangen. Ich frage mich gerade, was passiert wäre... Wenn Sie damit fertig sind, schauen Sie sich dann mal die Pumpen an. Was passiert wäre, wenn wir die Karte nicht aus der Hose rausgeholt hätten? Weil in der Endfassung ist es so, dass wenn wir uns die Hose angucken, er automatisch alles rausnimmt. Da wir ja da jetzt nur die Möglichkeit hatten, die Sachen einzeln rauszuholen, wäre es jetzt hier wirklich interessant zu wissen, was passiert wäre, hätten wir die Karte nicht. Na, egal. Ja, die reparieren. Die schauen wir uns erstmal an. Genau, George, lass dir Zeit beim Rumgehen. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Vermutlich die Elektrik. Ich benutze meine gesammelten Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrik, um den Stecker zu untersuchen. Egal. Wir benutzen jetzt einfach mal ein wenig Gäbelchen. Ich überbrücke die Sicherung mit einem Stück Draht. Genau.
Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich bin allmählich so verzweifelt, dass ich bereit bin, alle Sicherheitsvorkehrungen über Bord zu werfen. Entschuldigen Sie, Mr. Leary. Ich habe Ihre Spülmaschine repariert. Alles in Ordnung. Wahnsinn. Und ein Dankgebet an alle Heiligen. Und ein Bier für den Mann hier, auf Kosten des Hauses. Okay. Könnten Sie sich jetzt mal die Bierpumpen anschauen? Könnte ich schon, aber versprechen kann ich nicht. Wenn Sie die Dinger nicht reparieren können, bricht hier ein Aufstand los. Die Pumpen sind im Keller, richtig? Richtig. Da unten liegt auch irgendwo eine Taschenlampe oben. Ja, genau da müssen wir hin. So, nach unten. Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. Genau, wir müssen nämlich jetzt erstmal wieder hoch, hinaus. Und jetzt können wir nämlich hier diese Klappe öffnen. Ich hebe die Falltür hoch und ein überwältigender Gestank von schalem Bier steigt aus dem Keller auf. Ich sehe auf den gefliesten Boden runter, viel zu weit für einen Sprung. Verzeihung. Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend, etwas, was ich normalerweise nur bei Operetten bekomme. Es ist Khan. Was ist los? Haben Sie gesehen, was hier vor ein paar Minuten passiert ist? Was denn? Ein Mann hatte einen sehr bedauerlichen Unfall. Ich habe nichts gesehen. Und der Junge? Der hat auch nichts gesehen. Der Junge, naja, Sie wissen doch, wie es in diesen ländlichen Gegenden zugeht. Dem fehlen ein paar Chromosomen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich bete, dass McGuire schlau genug ist, einmal den Mund zu halten. War der Mann schwer verletzt? Man hat sich um ihn gekümmert, aber er glaubt, er hat ein Päckchen fallen lassen. Sie haben es nicht zufälligerweise gefunden, oder? Nein, und ansonsten hätte ich es zur Polizei gebracht. Natürlich. Danke. So, dann machen wir jetzt hier mal weiter. Ich musste gerade mal an die Türe, da hat es nämlich geklopft und geklingelt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber egal. Zurück zum Thema. Wir hatten hier ja jetzt die Möglichkeit, hier etwas, zu bewegen. Das hat daraufhin die Pumpen ausfahren lassen und der Rest habt ihr ja jetzt gesehen. Jetzt können wir nach hier unten und jetzt, finden... Jetzt, wo ich was sehen kann, finde ich Mr. Learys Taschenlampe ohne Probleme. Außerdem... Plötzlich bemerke ich eine Reflexion. Irgendetwas funkelt unter der offenen Falltür. Ja, hier. Der Kristall. Es ist tatsächlich Pegrams Edelstein. Ein großer, ungeschliffener, blauer Stein. Ich denke, er hat mich bereits in seinen Bann geschlagen. Haben Sie es gefunden? Was? Das, was Sie gesucht haben. Ja. Hör zu, McGuire. Ich will, dass du das für dich behältst. Null Problemo. Besorgen Sie uns einfach einen Kasten Bier. Kommt nicht in Frage. Du bist noch nicht alt genug. Wir können das Zeug verkaufen und damit ein bisschen Bares besorgen. Vergiss es, Kleiner. Ich kann Mr. Learys Vertrauen nicht so missbrauchen. Ich schon. Der alte Miesepeter verdient's nicht anders. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann halt nach dem Typ in diesem Anzug Ausschau. Okay, aber das kostet sie eine Tüte Chips. Und schrei, wenn du den Ferrari siehst. Ah! Okay, hier sind wir jetzt erst einmal fertig. Wir können hier jetzt raus. Und zwar hier vorbei, hoch zum Schloss. Da haben wir diesen netten Strohwagen mit diesem netten Herrn hier, der Buch liest. Mit dem können wir uns natürlich unterhalten. Hi. Sprechen Sie Englisch? Und was ist, wenn ich Nein sage? Die Implikation von Erkennung verschleiert in Negierung. Eine sehr schöne Approximation eines Paradoxon, muss man wirklich sagen. Ich bedenke ihn mit dem Blick, den ich perfektioniert habe, als ich 12 war und der größte Hypnotiseur aller Zeiten werden wollte. Der Blick ist ein Killer. Versuchen Sie, mich zu hypnotisieren, oder leiden Sie an Verstopfung? Nur dumm, dass ich außer Übung bin. Schade, schade, schade. Was können Sie mir über die Burg erzählen? Nicht viel, tut mir leid. Das meiste Ihrer Geschichte ist in Vergessenheit geraten. Ja, aber wenn diese alten Steine sprechen könnten, was für Geschichten wüssten Sie zu erzählen? Geschichten, bei denen sich die Zehennägel aufrollen und das Blut gefrieren würde. Wissen Sie,
Das Schloss soll angeblich über 600 Jahre alt sein. Na, ist es denn? Haben Sie Dr. Pegram gesehen? Nein. Der hat gepackt und ist verschwunden. Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an. Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Ach ja? Ja, yeah, er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen. Tja, offensichtlich nicht. Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde. Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot, der meinen Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Ach, das ist ja eine Erleichterung. Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt, was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen besserer Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen. Ich denke, Sie sollten wissen, in was Sean hineingeschlittert ist. Ich bin nicht sicher, ob ich's wissen will. Aber Sie sind sein Onkel, sein eigen Fleisch und Blut. Sie haben ja recht. Aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuhaufen hier nicht bewache, kommt vielleicht so ein Idiot und versucht hinaufzuklettern. Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma. Hier bleiben und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion bewachen? Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen? Nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist? Darüber muss man erst einmal nachdenken. Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Sie haben recht. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab. Na, der macht's sich's einfach. Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Sean zu suchen. Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die dämlich genug sind, darauf zu klettern. Fantastisch! Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar beginnen. Na, endlich. Wir mussten ihn nämlich hier wegkriegen. Er zog in Richtung auf McDavids Bar los und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen. Genau, hier können wir nämlich jetzt nach oben steigen. Der Stapel aus Heuballen reicht bis kurz unter den Rand der Mauer. Ich kann mich recken, so viel ich will. Die Mauerkrone ist außer Reichweite. Was mir fehlt, ist ein Stück aus Alice Wunderland. Genau, und das, hier seht das schon blinken. Ich stecke meine Finger in den schmalen Riss. Er führt etliche Zentimeter in die Mauer hinein. Genau. Eine Steighilfe brauchen wir. Und das ist unser Werkzeug. Ich stecke das Ende des Werkzeugs in den Riss und schiebe den Deckelheber mit Schwung hinein. Er bleibt in der Wand stecken und sieht wie eine extra dafür gebaute Trittstufe aus. Ja, und schon können wir rein. Gut, in der Endfassung hätten wir jetzt noch gesehen, wie er heruntersteigt, aber nun gut. Freunde, das war's in diesem Teil. Wir sehen uns im nächsten, dann mit dieser netten Ziege hier. NRW bei 18, adieu.